Meine Lieben, und schon wieder ist es 1 Uhr Nacht und wir sind da und ihr seid auch da. Das freut mich sehr. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ja, wir haben diese Woche ausschließlich freie Themen, Nächte. Nächste Woche gibt es dann wieder nach alter Tradition dienstags und donnerstags ein Thema. Diese erste Woche nach der Sommerpause eine freie Themenwoche. Das bedeutet, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, dann meldet euch. 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Mein erster Anruf heute Nacht heißt Andreas und Andreas ist 34 Jahre alt. Hallo Andreas. Ja, hallo Domian. Hallo Andreas. Was ist dein Thema? Ja, meine Essstörung bzw. extreme Esssucht. Ich bin 1,91 groß und wiege 240 Kilogramm. 240 Kilo? Jo. Das ist eine ganze Menge. Ja, es gibt auch eine ganze Menge Probleme. Bitte? Es gibt auch eine ganze Menge Probleme. Welche Probleme gibt es? Ja, wie gesagt, wie das so hochgekommen ist und dass das dann, wie man das runterbekommt. Ich meine, ich gehe in den nächsten Monaten in eine stationäre psychosomatische Therapie. Mhm. Aber wie lange bist du denn schon so sehr übergewichtig? Ich meine, 240 Kilo ist ja nun fast gar nicht so richtig vorstellbar für mich im Moment. Natürlich, ich sehe dich so als sehr, sehr, sehr stämmigen, großen Mann. Wie lange bist du schon so sehr schwer? Also es fing an, wo ich 10 Jahre alt war, nach dem Tod meiner Adoptiveltern. Meine Adoptivmutter war Alkoholikerin. Es gab eine sehr schmutzige Scheidung, Hin- und Hergerisse. Und ja. Das heißt, du bist in die Pubertät schon mit diesem Problem hineingewachsen? Mit dem Übergewicht rein. Ja. Und wo ich dann 18 Jahre alt war, gab's, will ich das nicht weiter erzählen, aber da hat mich etwas total aus der Bahn geworfen. Und da habe ich schon innerhalb von einem Jahr von 120 auf 190 Kilogramm zugelegt, habe dann nach meinen biologischen Eltern gesucht, die auch gefunden im Saarland. Weiter will ich dazu, also jetzt wollte ich nicht sagen, brauche keinen Namen. Mhm. Mein biologischer Vater lebt nicht mehr. Meine biologische Mutter hat den Tod von ihrem Ehemann nie ganz verkraftet. Die Ehe war auf dem Schluss nicht mehr gut gewesen. Das heißt, dass immer so biografische Erschütterungen dich immer weiter in die Fettleibigkeit hineingetrieben haben. Ja, gut gegessen habe ich und die Schuld daran habe ich. Aber es gab halt Faktoren, die halt ungünstig gewesen sind. Ja. Wie viel isst du so am Tag? Wie viel verdrückst du? Das sind 4 Liter Cola, 6 Tafeln Schokolade, Butterbrote. Ja. Das sind so. Wie viel und was isst du zum Beispiel zum Frühstück? Ich habe keine festen Essenszeiten. Das ist, ich esse so am. Ach so, immer so wie es kommt. Klassischen Garten. Und wenn man arbeitslos ist, dann ist man ja so ziemlich frei von zeitlichen Zwängen. Ja. Das heißt, erst immer, wenn du gerade irgendein Essbedürfnis hast, dann stopfst du es in dich hinein. Mhm. Genau. Gastroplastik, diese Magenverkleinerungsoperation, die es ja gibt, die habe ich auch schon hinter mir Anfang der 90er Jahre. Damals ist es noch getackert worden, damals gab es noch kein Band. Ja. Die ist bei mir, ich bin einer der ganz wenigen Fälle, wo sie wieder aufgegangen ist, zur Hälfte ungefähr oder zu 2/3. Außerdem finde ich ja diese Operation bei Süßigkeiten-Dicken keinen Erfolg, weil auch wenn der Magen noch so klein ist, Cola, Chips, Eiscreme, Pudding, passt immer rein. Passt immer rein. Was machst du den ganzen Tag? Sitzt du oder liegst du zu Hause? Ich bin zu Hause, habe derzeit keinen Nebenjob. Ich lese viel, schlafe viel, schaue Fernsehen und arbeite daran, dass ich jetzt, wie gesagt, die Kur durchzubekommen, also die stationäre psychosomatische Therapie durchzubekommen, dürfte kein Problem sein. Wird kein oder ein Problem sein? Kein Problem sein. Ja. Damit habe ich schon meine Erfahrungen. Das läuft alles gut. Bloß, ich muss halt jetzt Geld auftreiben für Klamotten, weil wenn ich in die Kleiderbörse gehe oder Kleiderkammer, die haben nichts in meiner Größe. Übergroße Klamotten sind saumäßig teuer. Mhm. Wenn du jetzt aber in diese Klinik gehst, gehst du nicht mit der Hoffnung und mit dem Ziel dorthin, dass du abnimmst? Ich brauche erstmal abnehmen, wieder gelenkiger zu werden, Stabilisierung der Psyche, der Seele. Mhm.
Und dann will ich, das ist mein Ziel, nach dieser, ich sag mal, Kur, strebe ich eine spezielle Langzeitreha an. In Bayern gibt es da eine spezielle Klinik. Mhm. Ich will ja jetzt keinen Namen nennen. Mhm. Da kommen, um dahin zu kommen, müssen viele Sachen erfüllt werden. Und viele also diese, und diese Klinik kümmert sich speziell um Menschen, die in deiner Weise betroffen sind. Das ist die auf dem Adipositas-Gebiet. Mhm. Und jo. Hast du bei 240 Kilo Gewicht auch andere gesundheitliche Probleme? Ja, komplett. Also das ist der Leidensdruck ist so hoch. Erstmal, wenn man Feuerweiß hat, ist man natürlich. Ich habe eine Handvoll guter Freunde, aber wenige nur aus Nordrhein-Westfalen. Also ich komme aus Köln, wenige nur aus Nordrhein-Westfalen. Hm? Ich meinte jetzt dann, ob du körperliche Probleme hast, irgendwelche starke Schmerzen, also ohne Schmerzen, also ohne Schmerzmittel, Aspirin, Diclofenac, Ibuprofen. Ah, ja. Teilweise auch Tramal, komme ich gar nicht über die Runden. Hm. Das ist natürlich heftig, wenn du das auf einen längeren Zeitraum alles. Hypertonie, Diabetes Typ 2. Wie viele Versuche hast du denn schon unternommen? Du hast gerade von der Magenverkleinerung gesprochen. Wie viele Versuche hast du schon unternommen? Ich habe da schon alles durch. Also, auch alle möglichen Diäten und sowas. Also zu 95% habe ich alles durch. Weight Watchers, dieses Multi-Optifast-Programm und so. Das Problem ist ja, das hat sich jetzt bei mir herausgestellt mit intensiver, also das ist also wie gesagt eine Wiederholungsreha. Erstmal, es ist schwierig, so extrem viel Übergewicht runterzubekommen peu à peu. Wenn man draußen einkaufen geht oder so, sich frei bewegt, da ist dir jedes Mal, und sei es, wenn du nur ein, zwei Stunden draußen bist, ist dir ein fettes Schwein oder dumme Blicke, sind dir dann sicher. Im Blick sehe ich schon gar nicht mehr, aber das fette Schwein. Alles klar, wo du gerade vom Einkaufen sprichst, du sagst, dass du 4 Liter Cola am Tag trinkst. Ja. Das sind ja Unmengen von Zucker, die du da endlich hinein schüttest. Ja. Warum muss es... Kann ich nur empfehlen. Toller Wert. Wie viel? Bitte? Coca-Cola-Aktien werden steigen. Ja. Warum muss es denn dann Coca-Cola sein? Warum muss es so ein zuckerhaltiges Getränk sein? Ich bin Antialkoholiker. Ich trinke keinen Tropfen Alkohol. Gut, das muss ja auch nicht Alternative sein. Nein, aber Wasser schmeckt nicht. Mhm. Und gut, ich trinke auch Milch und Apfelschorle, aber... Ja, also ich will darauf hinaus, es gibt ja genügend andere, auch Erfrischungsgetränke, die zumindest einen gewissen Geschmack haben, aber nicht so kalorienreich sind wie Cola. Ja. Also das sind doch so Sachen, wo ich immer so denke, wenn ich mit Übergewichtigen rede, da könnte man doch schon ganz viel einsparen an Kalorien. Da hast du recht. Bloß ich bin der festen Überzeugung, dass wenn man Cola trinkt, dass das auch einen süchtig macht. Ja, umso schlimmer. Umso schlimmer. Umso schlimmer. Das ist wie bei den großen Fastfood-Ketten, die machen ja auch spezielle Sachen. Jetzt hast du so viele, du bist 34 Jahre alt, wie gesagt 240 Kilo bei 1,91 Meter groß und hast so viele Sachen schon unternommen. Gehst du jetzt optimistisch in diese neue Behandlung rein, dass du denkst, diesmal schaffe ich das oder überwiegen doch die Zweifel? Nein, ich bin jetzt an einem Punkt angekommen, also ich war 2002 schon mal in dieser Klinik, in dieser psychosomatischen Klinik, über 3 bis 4 Monate. Der Leidensdruck ist zwischenzeitlich bei mir so groß geworden, dass es also einfach nicht mehr anders geht. Es gibt 3 Möglichkeiten. Entweder ich mache es weiter wie bisher, dann werde ich über kurz oder lang im Rollstuhl sitzen. Und über kurz oder lang sterben? Ja, das sterben tun wir alle, bloß halt wesentlich früher. Wesentlich früher. Nicht vorgestellt. Zweitens, ich nehme ab, dass ich mittelschlank werde. Oder drittens Selbstmord. Das Letztere werde ich nicht machen. Das hat mein biologischer Vater gemacht und da sehe ich keinen Sinn drin. Was ist denn dein Ziel? Wohin möchtest du? Auf welches Gewicht möchtest du? Unter 3 Zentner. Also immer wenn man in Krankenhäusern ist, dann hört man, wir können sie nicht durch ein CT, also es sollte mal ein CT gemacht werden. Stimmt, da passt du gar nicht rein, ne? Bitte? Da passt du gar nicht rein. Doch, da passt sich schon rein, das ist nicht das Problem, aber irgendwie haben die da Angst, versicherungstechnisch. Muss 150 Kilogramm ausgewiegt und abgesichert und das geht schon. Also das ist das Ziel, was natürlich
also 130, 140, das ist das Ziel, weil die muss ja auch bedenken, dann kommen ja auch, und da habe ich mich informiert und da habe ich auch einen sehr guten gefunden, wenn man so stark abgenommen hat, kommen ja die kosmetischen Operationen. Mhm. Ja, ja, das kommt dazu, ja, ja, ist klar. Ja, lebst du eigentlich alleine oder hast du eine Frau? Ich lebe alleine. Lebst du alleine. Mhm. Ist das auch ein Resultat aus der Fettleibigkeit? Ja. Ja. Ich habe mich also die letzten Jahre sehr stark zurückgezogen, wollte mich eigentlich noch stärker zurückziehen, aber es geht nicht. Mhm. Ich habe eine Sozialwohnung in Köln, ich habe tierische Probleme mit dem Vermieter bekommen, ich war letztes Jahr sehr stark krank gewesen, meine Blutwerte haben nicht gestimmt, Blutanämie. Mhm. Das heißt, wenn das jetzt alles funktioniert, wie du dir das jetzt wünschst, und wir drücken dir natürlich alle die Daumen, besteht da wirklich eine reelle Chance für ein neues Leben, für einen neuen Start, in jeglicher Hinsicht? Ja. Kann man so sagen? Ja und nein. Wissen Sie, wenn man, wenn die Gesellschaft einen hört, mitbekommt, dass man so dick ist. Ich mache mein Abitur auf dem zweiten Bildungsweg. Ich meine, ich habe ja auch meine Ziele. Mhm. Die einen sagen, mein Gott, der ist ein Langzeitarbeitsloser, total dick, hat zwei abgebrochene Berufsausbildungen, aus dem wird nie was. Ja. Und da wird drastisch drauf geklopft. Auf ja. der anderen Seite sage ich mir, ich habe schon ein Semester von sechsen geschafft. Ja. Ich würde mir auch gar nicht groß Gedanken machen, was die Gesellschaft da so denkt. Das ist völlig egal. Ja. Entscheidend ist, was du für dich durchziehst und wohin du kommst und was dein Ziel ist. Ja, und gerade das Positive, ich bin sehr stolz drauf. Ich habe schon mal Schülerpass bekommen, zwar nur für zwei, drei Monate, weil ich dann von der Schule abgehen muss, aus gesundheitlichen Problemen. Normalerweise ist ein Schülerbafög-Antrag maximal 8 bis 10 DIN A4-Seiten lang, wo dann Zeugnisse und Wohnbescheinigungen beigelegt werden. Ja. Mein Bafög-Antrag über die ganzen Jahre ist über 100 DIN A4-Seiten lang. Andreas, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass du schaffst. Und wenn du jetzt schon so viel angegangen hast und da ist doch eine Energie und eine Kraft. Ich bin sehr, sehr optimistisch und hoffnungsvoll und drücke dir wirklich von Herzen die Daumen. Ja, ich werde mich mal auf jeden Fall mal wieder melden. Bitte, sehr gerne. Schick uns eine Mail oder sowas. Also Anfang nächsten Jahres komme ich aus der stationären psychosomatischen Therapie zurück. Dann melde ich mich mal. Sehr gerne. Dann freuen wir uns. Und wir drücken die Daumen und wünschen alles Gute. Gut. Tschüss. Ich bedanke mich. Und jo, tschüss. Tolle Sendung. Tschüss. Dankeschön, Andreas. Ihr Lieben, 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, wenn ihr uns hier erreichen wollt, das ist eine kostenfreie Telefonnummer, oder ihr mailt domian@wdr.de plus eure Nummer in die Mail bitte reinschreiben und ein paar Sätze zu eurem Thema. Miriam ist hier, Miriam ist 22, guten Morgen. Hallo. Hallo, guten Morgen. Hallo Miriam. Hallo. Weswegen hast du mich angerufen? Oh, ich bin ein bisschen nervös, ehrlich gesagt. Das ist völlig normal. Leg mal los, gleich hast du es vergessen, die Nervosität. Also ich prostituiere mich. Mhm. Ich bin, mach das jetzt schon mittlerweile, seitdem ich 15 bin. Mhm. 7 Jahre? Ja, nicht durchgehend. Also ich mach's durchgehend, vielleicht sag ich mal seit 3, 4 Jahren. Davor habe ich es unregelmäßig gemacht, ja. Aber ich bin mit 15 angefangen halt. Bist du Vollzeit-Hure oder machst du es so nebenher? Also ist das deine Haupttätigkeit oder? Es ist im Moment meine Haupttätigkeit, ja. Ja. Wie kam das, dass du mit 15 Jahren in das Gewerbe reingekommen bist? Ja, eben, ich hatte schwere Pubertät, sag ich mal. Bin dann von zu Hause abgehauen, brauchte dann Geld und bin dann auf diese Idee gekommen, dass ich mich prostituieren kann, dass ich dann Geld verdienen kann. Ja, und hab's dann so gemacht. Mhm. Wie arbeitest du denn zurzeit? Arbeitest du in einem Club oder auf der Straße oder wie machst du's? Ich arbeite im Club, also nicht auf der Straße oder. Mhm. Ja, und ich komme da einfach nicht mehr weg von. Das ist total schwierig für mich. Also möchtest du davon wegkommen? Ja, ich möchte sehr gerne davon wegkommen. Warum möchtest du davon wegkommen? Also ich wünsche mir schon ein ganz geregeltes Leben, sage ich mal, Familie und geregelte Verhältnisse, die ich im Moment nicht habe. Ja. Was ist für dich an deiner jetzigen Tätigkeit das Schlimmste und für dich Belastendste?
Ich sag ganz ehrlich, das belastet es eigentlich, ich sag mal eher psychisch. Mhm. Ich sag mal, es ist schon nicht mal das Belastendste, mit den Männern zu schlafen. Mhm. Mit der Zeit ist es einfach belastend geworden. Es ist schwierig zu erklären. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt erklären soll. Also ich komme einfach nicht mehr weg davon und ich habe keine Zukunftspläne mehr. Und ich habe keine normalen Freunde mehr, keine normalen Menschen mehr um mich herum. Das wollte ich gerade fragen. Wie lebst du so in deinem Privatleben? Beispielsweise hast du einen Freund? Ja, ich habe auch einen Freund. Du hast einen Freund. Weiß der Bescheid, was du machst? Ja, der weiß, was ich mache, aber der profitiert nicht davon. Was geschieht denn mit deinem Geld, was du verdienst? Ganz ehrlich, das gebe ich für Klamotten aus, mein Auto, ich gehe weg, ich gehe gerne was essen, ich gehe shoppen. Also sozusagen genieße ich das Leben, obwohl ich es nicht genieße. Verstehe. Ich hau mit meinem Geld rum und habe es auch eigentlich die ganzen Jahre gemacht. Was ist denn so im Monat, sag mal so, damit ich mir so eine Vorstellung machen kann, was hast du netto in der Hand im Monat, so durchschnittlich? Ja, ich sag mal, das kommt natürlich drauf an, wie ich arbeite. Mhm. Ich sag mal, der Tagesverdienst, sagen wir mal, ein schlechter Tag, ja, sagen wir mal, ein Durchschnitt von 5 bis 800 Euro. Am Tag? Am Tag, ja. Da kommt natürlich eine ganze Menge Kohle zusammen, auf den Monat bezogen. Und das natürlich auch einen Monat durcharbeiten, wenn man dann auf die hohe Summe kommen muss. Und das heißt, das Geld verballerst du alles mit Autos, Klamotten und Wohnung, Essen und weiß ich was, was du alles hast und wie du es aus. Geld habe ich leider Gottes all die Jahre verballert, sage ich mal. Vielleicht würde ich dann jetzt in dieser Situation nicht stecken und wäre vielleicht davon weggekommen und hätte gewusst, dass ich wenigstens es dafür und dafür getan habe. Du hast gerade gesagt, mein Freund. Hab ich. Ja, du hast gerade gesagt, mein Freund profitiert davon nicht. Ja. Indirekt ja schon. Du bist eine sehr gut verdienende Frau. Was macht er vom Beruf? Er ist selbstständig und ihm geht es auch finanziell eigentlich sehr gut. Ach so, dann ergänzt sich das. Also ihm geht es natürlich jetzt nicht so gut wie mir, aber ihm geht es so gut, dass wenn wir rausgehen, dass er bezahlt oder kein Geld von mir möchte oder wie lange seid Geld ihr leihen könnte. Ja, wie lange seid ihr beiden denn schon ein Paar? Wir sind schon lange ein Paar, seit 4 Jahren. Ah ja. Hatte er denn anfänglich Schwierigkeiten damit, dass du Prostituierte bist? Ja, er hatte Schwierigkeiten damit. Er wollte eigentlich keine Beziehung mit mir eingehen. Ja, irgendwie sind wir dann doch zusammengekommen. Ja, kommt auch natürlich noch dazu, er ist verheiratet. Also das muss ich jetzt auch nochmal dazu sagen. Deshalb, was soll er machen, sage ich mal. Ach so, das heißt, du nimmst hin, dass er verheiratet ist, dafür nimmt er deinen Job hin. So, ist das der Deal? Leider Gottes nehme ich das eben halt in Kauf. Ich habe mich dran gewöhnt und ich fühle mich auch sehr alleine. Ja. Ich habe keinen normalen Menschen mehr um mich herum, sage ich mal. Meine ganzen Freunde aus damals, aus der Schule, alles habe ich mich von abgekapselt. Es gibt keine beste Freundin. Ja, weil man sich eben komisch fühlt neben normalen Menschen, sage ich mal, die einfach eine normale Ausbildung machen oder die normal jeden Tag von 10 bis 18 Uhr arbeiten gehen. Und da fühlt man sich natürlich ausgeschlossen und denkt, vielleicht sieht das jemand einem an, was man macht oder die merken das oder man verhält sich komisch. Ja. Es gibt keine beste Freundin in deinem Umfeld. Beste Freundin habe ich, dazu muss ich sagen, sie macht aber auch diesen Job seit anderthalb Jahren. Das ist das Problem. Könntest du dir denn vorstellen, so ein, wie du es gerade auch beschrieben hast, so ein normales Leben zu führen von, weiß ich jetzt, Büro oder was für eine Arbeit von 8 bis 16 Uhr nachmittags? Ja, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ja, aber vorstellen ist ja wieder immer was ganz anderes. Mhm. Man kann sich vieles vorstellen, aber ich kann es nicht in die Tat umsetzen, weil ich weiß nicht, wo ich anfangen kann. Hast du Versuche schon unternommen? Dann denke ich mir, ich habe auch keine Lust aufzuhören irgendwie, obwohl ich es vom ganzen Herzen will, weil ich mir denke, ich habe nicht das erreicht, was ich wollte. Ich habe es nicht geschafft. Ja. Was, wenn du es umschreiben könntest, du hast es gerade schon so grob gesagt, was wären eigentlich deine Lebensziele? Familie? Ja, Familie auf jeden Fall, das an erster Stelle. Ehe, Kinder? Ja. Und vielleicht sogar auch einen Beruf?
Ja, auf jeden Fall. Was wäre dein Traum, wenn du... Ich würde mir vorstellen, wenn ich Kinder hätte, vielleicht Teilzeit zu arbeiten, ja, mein Mann Vollzeit, ja, ich bin zu Hause und nebenbei noch, damit einem nicht langweilig ist. Das sind eigentlich Sachen, die ich mir sehr gut okay, vorstellen kann. Okay, das ist jetzt der Ist-Zustand. Das, du hast mir jetzt erzählt, was du machst und was von was du träumst. Ja. So, jetzt ist das alte Lied in allen Bereichen des Lebens, jeden von uns betreffend, egal um was es geht. Wenn man einen Traum hat, muss man auch alle Energie, die man aus sich herauspumpen kann, zur Verfügung stellen, um diesen Traum zu verwirklichen. Da muss man alles machen. Da muss man auch negative oder Nachteile in Kauf nehmen. Und in deinem Fall sind das ja ausschließlich materielle Dinge, auf die du verzichten musst. Ja, materielle Dinge, das stimmt. Und du brauchst einen klugen Plan für die Übergangszeit. Du musst ja auch irgendwie leben. Ja, ich hatte auch schon viele kluge Pläne gehabt, aber ich konnte die nicht verwirklichen, weil ich irgendwie zu schwach war. Ja, da ist das Problem. Das ist deine Willensstärke. Wenn es einer kann, dann kannst nur du es alleine. Nur du schaffst es. Wenn du das wirklich willst, schaffst du es auch, bin ich ganz sicher. Bin ich hundertprozentig sicher. Wenn du das möchtest, schaffst du das. Aber du musst es wollen. Das Problem ist auch, ich drehe mich irgendwie im Kreis. Ich habe keine Kraft mehr, irgendwas zu machen. Ich habe keine Lust zu arbeiten, aber ich habe auch keinen Schritt nach vorne, weil ich Angst habe, irgendwie gar nicht mehr, dass ich mit normalen Menschen klarkommen werde. Mhm. Es gibt ja auch für Prostituierte so Aussteigerprogramme, weißt du das? Also nee, so das weiß ich nicht. Hilfen, wie man das machen kann. Kann ich dir gleich noch über meine Psychologin ein paar Informationen geben? Ja, da arbeiten ehemalige Prostituierte, die den Ausstieg geschafft haben. Die können kluge Tipps geben, wie man es macht. Und es gibt ja tausend Fragen, die sich damit verbinden. Ja. Das ist natürlich in Ordnung, eine solche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Aber du musst für dich auf den Tisch schauen. Und du musst dir selbst in den Hintern treten. Aber soll ich jetzt einfach aufhören, ohne irgendwas erreicht zu haben, ja, und ja, dann zurückdenke, ja, wofür habe ich das gemacht? Toll, für meine Klamotten, mein Schmuck, mein Auto? Also, ich würde das so genau bejahen, was du gerade gesagt hast. Du sollst jetzt aufhören, auch wenn du sagst, ich habe nichts erreicht. Dann kannst du sagen, ich habe vielleicht den Fehler gemacht, nichts auf die Seite gelegt zu haben. Okay, Fehler ist halt ein Fehler. Jeder von uns macht große oder auch kleine Fehler. Das ist halt einer deiner Lebensfehler gewesen. Aber das ist nicht ein Grund, weiterzumachen, wenn du das nicht willst. Weil ich glaube, dass du dir, deine Seele, deiner Psyche, enormen Schaden zufügst, wenn du weitermachst. Denn ich höre das ja raus, dass du es eigentlich nicht mehr willst. Nee. Und du hast einen Traum, Mensch. Ich sag das nochmal. Viele Menschen haben ja gar keinen richtigen Traum. Du hast einen Traum. Greif nach dem. Tu was. Das Problem ist auch, ich denke mir, ja, was ist denn ja mein Traum? Was soll ich für einen Mann kennenlernen? Ich habe immer meine Vergangenheit im Hinterkopf. Wenn er erfahren wird, was ich gemacht habe, ich kann es auch nicht sagen. Weißt du, wenn man neue Schritte unternimmt und wenn man tausendmal dann wenn und wenn und wenn und wenn denkt, dann kommt man zu überhaupt gar nichts. Natürlich werden viele Probleme auf dich zukommen. Du wirst ja auch noch oftmals die Nase verbeulen irgendwo, wo du gegen eine Wand läufst. Aber das gehört dazu. Aber du hast auch die Chance, in ein Leben zu kommen, was dir gefällt, wo du dich wohlfühlst und worauf du auch stolz sein kannst. Im Moment hört sich das ja nicht so an. Nee, auf gar keinen Fall. Es ist jetzt nichts, worauf man stolz sein kann. Aber du kannst stolz sein. Miriam, du kannst stolz sein, wenn du irgendwann sagst, damals mit 22, ich bin durch schlimme Umstände als 15-jähriges Mädel in das Milieu gekommen. Das ist schon sehr schlimm. Da kann kein Mensch dir einen Vorwurf machen. So, aber du kannst stolz sein, wenn du hinterher sagst, mit 22 habe ich es geschafft, da rauszukommen. Das ist eine Leistung. Das wäre eine Leistung. Jeder vernünftige Mensch würde sagen, Hut ab. Aber der muss jetzt den bitteren Weg gehen und muss gegen den inneren Schweinehund ankämpfen. Und die Bequemlichkeit darf nicht siegen. Das musst du dir einen Plan machen, auf was muss ich jetzt alles verzichten. Ich weiß nicht, was für ein Auto du fährst, entweder gibst du es ganz auf oder kaufst dir ein ganz kleines. Ich weiß nicht, was für eine Wohnung du hast, dann miet dir eine ganz kleine. Ich bin noch bei meinen Eltern, das kommt auch noch dazu.
Wissen die Bescheid? Die wissen aber nicht, was ich mache, nein. Die wissen das nicht. Also ich gehe morgens normal raus, wie jeder normale Arbeiter und komme auch pünktlich nach Hause. Die denken, dass ich auch meinen geregelten Tagesablauf habe, wissen natürlich nicht, wohin ich dann fahre. Da ist ja auch ein riesen Lügengebäude noch aufgebaut. Ja, sehr, sehr, sowieso. Eine Lüge, jeden Tag 10 Lügen vielleicht. So, und damit lebt es sich auch nicht gut. Ich glaube, ich habe dir klar gesagt, was ich denke. Ich denke ganz klar, wohlwissend, dass du 100.000 Probleme vor dir hast. Du musst den Schritt machen, dorthin, wohin du möchtest. Und nicht 1.000 Bedenke, du darfst keine Bedenkenträgerin werden. Du darfst nicht immer sagen, ja, was aber vielleicht und ich habe Angst. Und ja, natürlich hast du Angst, aber dann geh rein in die Angst. Miriam, so, jetzt bitte ich dich aufzulegen. Ja. Dann ruft dich meine Psychologin, die Elke, an. Gut. Und die versorgt dich mal mit diesen Infos, von denen ich gerade gesprochen habe. Und dann musst du selbst agieren. Dann bist du Frau deiner selbst. Ja, gut. Ich würde mich freuen, in dem Jahr von dir Bescheid mal zu bekommen und zu hören, was gelaufen ist. Okay. Würde mich sehr freuen. Alles Gute. Toi, toi, toi. Okay, toi, 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 dir auch. Danke. Und mach weiter so. Ne? Danke. Du hilfst vielen Menschen. Danke, sehr nett, dass du es sagst. Vielen Dank. Ja, tschüss. Tschüss. Und weiter geht es mit Dirk. Dirk ist 35 Jahre alt. Hallo, Dirk. Ja, hallo, Domian. Was ist dein Thema, Dirk? Ja, ich habe einen riesen Fehler gemacht. Gehst du irgendwie ein bisschen näher ans Telefon? Du klingst sehr weit weg. Moment. Ich sagte, ich habe einen riesen Fehler gemacht. Mhm. Wahrscheinlich den größten in meinem Leben. Und es geht darum, ich habe meine Freundin betrogen, beziehungsweise Verlobte, mit ihrer Tochter. Mit ihrer Tochter? Mit ihrer Tochter. Wie alt ist deine Verlobte? 47. Und die Tochter? 19. Mhm. Wann ist das passiert? Circa jetzt auch schon 4 Monate her. Mhm. Einmal? Nein, ist zweimal gewesen. Zweimal sogar? Zweimal gewesen, ja. Warum? Das ist eine gute Frage, das weiß ich selber nicht. Ich finde, du bist 35 Jahre alt, du solltest verdammt nochmal dir Gedanken darüber machen und mir das beantworten können. Warum? Ich weiß nicht, ob man Fehler begründen kann. Entschuldige bitte, ich lese gerade hier, du sollst noch lauter reden und direkt ins Telefon, sonst kommen wir nicht. Okay. Also ich dachte, ich weiß nicht, ob man unbedingt Fehler begründen kann. Na, man kann sie erklären. Ich kann sie damit erklären, dass ich mein Trieb vielleicht zum Opfer gefallen bin oder das heißt, der Versuchung nicht widerstehen konnte. Ja, das heißt, auf jeden Fall ging die Aktion von dir aus. Nicht unbedingt, nein. Sie ging nicht von mir aus. Also sie hat mir schon Zeichen gesendet, dass sie mich begehrt. Ja. Mhm. Ja. Okay, das entschuldigt dich nicht, weil du natürlich hättest Nein sagen müssen. Und sie, nur kann vielleicht, nein, kann auch nicht vielleicht, aber wir sagen mal, es ist einmal passiert. Wie ist es zu erklären, dass es dann ein zweites Mal sogar passiert ist? Es war direkt kurz drauf folgend, es ist auch nicht zu erklären, ich war sehr unsicher danach und ich kann es mir auch nicht erklären. Ich kann mir nicht erklären, warum ich es getan habe. Mhm. Wie lange bist du mit deiner Freundin zusammen schon? Wir sind 3 Jahre zusammen und leben jetzt seit 2 Jahren zusammen. Und die Tochter lebt auch mit euch im Haushalt? Die lebt mit unserem Haushalt. Ach, die lebt sogar mit euch im Haushalt. Ja. Ist das schäbig, was du da gemacht hast? Jetzt machst du das. Machen wir auch noch. Ich mache mir schon selber Vorwürfe. Ja, zu Recht. Zu Recht. Denkst du denn, ich sag, das ist okay oder das ist nicht so schlimm? Nein. Nein. Natürlich nicht. Und ich weiß auch nicht, wie ich da rauskomme. Hast du mit dem 19-jährigen Mädel mal drüber gesprochen? Nein. Mhm. Und wenn ich meiner Verlobten in die Augen gucke, denke ich immer, weiß sie es oder weiß sie es nicht. Mhm. Hast du denn den Eindruck, dass die Tochter auch sehr leidet darunter und ein schlechtes Gewissen hat und es eventuell ihrer Mutter sagen könnte? Ich
weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich denke manchmal, dass ich erpressbar bin. Mhm. Ich fühle mich erpresst, obwohl sie nichts sagt. Mhm. So Blicke, wenn man Blicke deuten kann, ist es manchmal so. Ja. Nun wollen wir dich nicht in die Opferrolle stellen, ne? Nein, das ist richtig. Ich habe eigentlich mehr Verantwortung tragen gehabt in dem Moment. Ich war sehr naiv und bin ja nun in so einem Ding drin, wo ich auch echt nicht weiß, wie ich das lösen soll. Und das heißt, wenn ich das, ich liebe meine Freundin sehr und deshalb kann ich es auch nicht verstehen, was ich gemacht habe. Mhm. Und das Problem ist, wenn ich ihr das sage, ich kenne sie, dann kann ich das Haus verlassen. Mhm. Und dann ist sie weg und das wird auch nicht mehr zu kitten sein. Das Schlimme an der Sache ist nicht nur, dass du deiner Freundin so fremd gegangen bist, sondern dass du unter Umständen auch noch die Beziehung zwischen ihr und ihrer Tochter kaputt gemacht hast oder kaputt machst. Richtig, richtig. Das wiegt doppelt schwer. Richtig. Das ist ja auch das Ding, warum ich da nicht direkt mit rauskomme und das nicht gesagt habe. Wäre das irgendwo anders passiert. Also ich bin keiner, der sowas grundsätzlich macht. Ich bin ein Treuer, in Anführungszeichen, immer gewesen. Ja, okay. Und, aber du, jetzt warst es nicht und das macht alles, stellt alles in den Schatten, was vorher war. Richtig. Und wäre das nicht jetzt die Tochter gewesen, hätte ich es auch zu 90% schon gesagt. Wie verhältst du dich denn deiner Freundin gegenüber? Wie ist denn dein Gefühl, wenn du mit ihr so redest, sie anschaust, mit ihr kuschelst oder gar mit ihr schläfst? Schlecht. Mein Gefühl ist schlecht. Mein Gefühl ist, ich bin sehr zurückhaltend geworden. Merkt sie das nicht? Ist sie nicht irgendwie misstrauisch? Ich schiebe es auf die Arbeit. Mhm. Gut, das kann man eine Weile machen. Arbeit, dass ich kaputt bin und jetzt nicht so möchte und meine Ruhe möchte und leg mich früher ins Bett, liegt zwar schlaflos da, wenn sie reinkommt, tue ich so, als wäre ich schon am Schlafen. Wie ist das Verhältnis zwischen Tochter und Mutter? Ich würde sagen, recht gut, aber auch ein bisschen Konkurrenz vielleicht. Mhm. Das auch noch? Ja. Mhm. Also so dieses, du wohnst bei uns, ich habe dir das sagen, auf der anderen Seite, ich bin alt genug. Mhm, naja, ich wollte auch darauf hinaus, ob die Mutter nicht irgendwie an der Tochter irgendwas bemerkt, dass sie irgendwie anders ist und dadurch auch stutzig wird. Sie verhält sich nicht groß anders. Mhm. Nicht groß anders. So, jetzt hast du dich volle Kanne reingeritten. Ja. Und jetzt suchst du nach einer Lösung. Richtig. Nach einer möglichst schmerzfreien Lösung. Für alle Beteiligten, ja. Richtig. Ich möchte sie natürlich nicht verlieren, so. Und das Problem ist, und das weiß ich auch, dass das so sein wird, wenn ich das sage. Und deshalb habe ich es auch noch nicht gesagt. Mhm. Es gibt, glaube ich, in dem Fall keine schmerzfreie Lösung. Die gibt es nicht. Ja. Die gibt es nicht. Und ich finde in dem Fall auch, dass die Lösung auch nicht heißen könnte, schweigen. Ja, das ist eine Möglichkeit, die ich hatte, war halt dir zu sagen, ich hab eine andere, zieh aus und möglichst weit weg. Das könntest du machen, um sie zumindest, um das Verhältnis Mutter-Tochter zu schonen. Das wäre eine Lüge, die ich auch in dem Zusammenhang noch okay fände. Hm. Ja. Das war nämlich das, womit ich jetzt auch schon seit einiger Zeit spiele, mit dem Gedanken, das so zu machen, wobei ich natürlich meine Liebe verliere. Auf der anderen Seite, ihr auch nicht dann weiter wehtue oder wenn es mal von der Tochter kommt. Ja. Ich glaube, dann brennt Rom. Ja. Das heißt, dass du letztendlich deine Liebe opfern musst für diesen großen Fehler, den du begangen hast. Ja. Ja, anders komme ich da wahrscheinlich nicht raus. Mhm. Mhm.
ich denke, alles andere wäre dann auch wieder egoistisch, weil ich kann diese die Liebe auch nicht mehr so genießen, weil da ist eine Wand zwischen, die nur ich sehe. Ja. Die sieht sie ja nicht. Und ich spüre sie in allem. Also ich habe, wenn sie mich anguckt, ich denke mal, sie kann in meinen Kopf gucken. Mhm. Und das wird sich auch nicht verlieren. Das wird sich nicht verlieren. Nein, das wird sich nicht verlieren. Ich denke, das glaube ich auch, ja. Ich denke sehr oft daran. Ja. Und bei jedem Telefonat, wenn ich sage, ich liebe dich, denke ich, boah, bist du ein Arschloch. Mhm. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber das, sowas geht mir dann durch den Kopf. Ja. Also Dirk, wenn du diesen Weg gehst, den du gerade selbst formuliert hast, dann wäre das sicher die, finde ich, auch adäquateste Form, mit diesem Konflikt umzugehen. Da würdest du zumindest eine gewisse Haltung und ein Rückgrat zeigen, wenn du das so machen würdest. Hm. Eine andere Idee habe ich nicht. Ich weiß es nicht. Es gibt keine andere Idee. Die Variante, alles wirklich auf den Tisch zu legen, finde ich wirklich auch sehr schmerzhaft für sie und ihre Tochter. Ja. Ja, ich glaube, das wäre das Verhältnis, wäre dann da auch ziemlich geschehen. Mhm. Wobei sie natürlich auch sagen würde, dass es, wie ich es auch sehe, natürlich große Schuld auch bei mir ist. Mhm. Ich bin der, der in der Beziehung war. Ja, natürlich. Auch wenn die Tochter da irgendwie mit den Wimpern geklimpert hat, okay. Mhm. Gut, die ist 19 Jahre alt, okay. Aber dennoch hättest du 100% dicht machen müssen und sagen, nur ist gut, ne? Nur langt's. Also ich glaube, wir sind am Ende unseres Gespräches, Dirk. Okay. Dann geh du mal jetzt deinen schweren Gang. Ich bin froh, dass ich das loswerden konnte. Mhm. Das habe ich bisher noch niemandem erzählt. Mhm. Und so habe ich mein Ventil gehabt. Ich bedanke mich bei dir und es ist schön, dass es diese Sendung gibt. Alles Gute wünsche ich dir. Ich bedanke mich. Auf Wiederhören. Wiederhören. 0800 220 5050 hat auch gewählt Steffi und Steffi ist 22. Hallo. Ja, hallo. Hallo Steffi. Um was geht's? Also es geht darum, dass ich zusammen mit meinem Vater wohne. Mhm. Der gute Mann ist Alkoholiker und das schon seit circa 10 Jahren ungefähr. Mhm. Und mittlerweile ist es halt sehr, sehr extrem geworden. Du lebst alleine mit ihm? Ich lebe allein mit ihm. Die Mutter ist... Haben sich scheiden lassen vor einem Jahr. Meine Mutter hat sich scheiden lassen aus mehreren Gründen. Er ist eben aggressiv geworden, er konnte sich nicht mehr beherrschen, er hat sich nicht mehr an Sachen erinnern können, aufgrund des Suffs halt. Und einige Zeit hat sich das gebessert gehabt. Ich habe gedacht, es hat sich sogar irgendwie was verändert. Mhm. Von der Aggressivität hat sich was verändert. Er ist nicht mehr so aggressiv, wie er es mal war. Aber er trinkt nach wie vor? Er trinkt nach wie vor und diesmal sehr, sehr viel. Wie viel? Wie viel und was? Also es ist das, was ich sehe, ist halt nur Bier und Wein daheim. Mhm. Allerdings kann ich mir das nicht vorstellen, dass es nur bei Bier und Wein bleibt. Kommt auf die Menge an. Ja, natürlich. Ich sammle die Flaschen ja auch immer zusammen ein. Mhm. Und naja, da sammelt sich so einiges. Das heißt, du hast gar nicht so einen ganz konkreten Überblick, wie viele Flaschen also, am Tag? Es erneuert sich immer wieder. Ich räume weg und es wird wieder aufgefüllt und es wird sich halt um nichts gekümmert. Ja. Halt, das heißt, er arbeitet nicht? Nein, er hat seine Stelle deswegen verloren. Er hat sie verloren. Er fühlt sich sehr einsam, glaube ich, und deswegen und kann mit Konfrontation nichts anfangen. Gespräche diesbezüglich funktionieren gar nicht. Er hat auch schon eine Therapie gemacht. Wollte ich gerade fragen. Also lass mich kurz fragen. Sagt er von sich aus, ich bin Alkoholiker? Nein. Ich kriege dann gesagt, andere trinken ja auch. Mhm. Aber er sieht den Vergleich dazu nicht. Aber er ist in eine Therapie gegangen, obwohl er sagt, ich bin kein Alkoholiker? Genau, das hat er gemacht, weil er gedacht hat, er würde seine Stelle dadurch behalten, weil das der Vorwand war vom Arbeitgeber. Ach so, was war das für eine Therapie? Das war ein Entzug, erstmal im Krankenhaus und danach war das über 6 Monate in einer Kur. Ja. Und da ist er natürlich am Wochenende, durfte er nach Hause kommen für 6 Stunden. Mhm. Also so, das ist 6 Stunden, dass er daheim war. Mhm. Und das hat natürlich nichts gebracht, weil jemand, der nicht da reingeht und das wirklich möchte, dem kann
kann auch nicht geholfen werden. Das bedeutet, er kam nach Hause und hat sich einen reingezogen. Genau. Ja. Das andere Problem ist dann das, dass er war ein sehr gebildeter Mann. Das sehe ich nicht mehr. Das, er verfällt. Keine anspruchsvollen Gespräche mehr. Es ist alles weggesoffen. Die Persönlichkeit ist total verschoben. Er hat keinen Drang zur Realität mehr. Er kümmert sich um gar nichts mehr. Ich muss mich regelrecht darum kümmern, dass ich ein bisschen Essen im Kühlschrank habe. Wie alt ist dein Vater? Mein Vater wird 50. Und du bist für alles quasi da, für den Haushalt verantwortlich? Ja, also für alles halt. Und wenn du weg wärst, würde er verkommen? Er würde verkommen, ja. Und ich bin da im Zwiespalt. Ich würde mir nichts mehr wünschen, wie auszuziehen. Habe aber dann immer noch diese Schuldgefühle, dass ich ihn irgendwo im Stich lasse. Ich kriege von allen Seiten zu hören, wie armselig er sich benimmt. Er schläft auf Parkbänken ein. Der Freund von meiner Schwester hat ihn auf dem Spielplatz gesehen beim Whisky trinken. Also es gibt noch Geschwister? Es gibt eine jüngere Schwester, die wohnt bei meiner Mutter. Ja. Meine Mutter hat Ansätze von Alzheimer. Ja. Ist also nicht wirklich fähig, irgendwelche Sachen zu behalten. Und Wie schätzt denn deine jüngere Schwester? Wie viel jünger ist die? Die ist 2 Jahre jünger. 2 Jahre, also die ist 20. Ja. Wie schätzt die Situation ein, dass du dich da so intensiv um den Vater kümmerst? Die kann das nicht verstehen, weil meine Schwester hat Angst vor meinem Vater. Die hat das früher sehr stark zu spüren bekommen, dass er eben trinkt. Und ich war immer so sehr extrovertiert und bin weggegangen und habe eigentlich mich gar nicht darum gekümmert. Und sie hat da sehr drunter gelitten. Sie möchte den auch nicht unbedingt sehen. Mein Vater leidet darunter, aber bemüht sich auch nicht um den Kontakt. Ich glaube, Steffi, wenn man so nah an einem Alkoholabhängigen lebt, wie du das tust, dass du über kurz oder lang selbst mit reingezogen wirst. Nicht, dass du Alkoholikerin wirst, aber du wirst psychisch destabilisiert und wirst nach unten gezogen. Und deswegen glaube ich, dass das der falsche Weg ist, den du da gehst. Wir hatten das Thema diese Woche schon mal, von wegen Leute, die in dieser Weise schwer betroffen sind, fallen zu lassen. Ich glaube ja, dass du deinem Vater so letztendlich gar nichts Gutes tust und ihm nicht helfen kannst. Es verändert sich auch nichts. Du sagst ja, du hast es mir gerade erzählt. Ja, er sieht das Ganze auch, wenn ich um Geld frage. Also ich meine, ich bin noch Schülerin und es ist mein letztes Jahr und ich muss mich eben auf meine Sachen konzentrieren. Es geht einfach nicht anders. Und er lässt sich ausbeuten von den Freunden, die er hat. Er bezahlt anderen Menschen die Rechnungen und er hat hier keinen Führerschein mehr und bezahlt einer Freundin von ihm das Auto, die Versicherung, ihre Schulden, die sie gemacht hat. Aber wie läuft es dann in eurem Haushalt, wenn du noch Schülerin bist? Wer zahlt eure Miete und euer Essen und was man alles so braucht? Ja, man muss dazu sagen, dass er sehr, sehr gut verdient hat. Ach, der ist ein Vermögen, ein kleines Vermögen irgendwie. Ja, genau. Er hat einen sehr, sehr hohen Arbeitslosengeldanteil, und den er noch bis September hat. Und dann haben wir unser Haus verkaufen müssen, das auch einiges eingebracht hat. Allerdings bekommt meine Mutter ja die Hälfte. Und ach so, das heißt so, finanziell, existenziell müsst ihr euch noch keine Sorgen machen. Nein, genau, das müssen wir noch nicht. Allerdings muss ich darum kämpfen, dass ich 50 Euro für neue Schuhe kriege. Wie denkst du dir das denn, wenn du sagst, du bist ein Jahr noch Schülerin, machst du dann Abitur in einem Jahr? Das kommende Jahr ist mein Abiturjahr. Ja, was sind denn dann deine Pläne? Eigentlich hatte ich meine Pläne so gesetzt, dass ich gerne studieren gehen würde und das war mein wirklicher Plan, aber das funktioniert natürlich nicht. Ich muss in einem Jahr ausziehen, weil ich mich sonst psychisch so kaputt mache, dass ich... Das meinte ich gerade. Dass es für mich nicht mehr geht. Ich finde auch keinen Kontakt zu anderen, weil sie das gar nicht nachvollziehen kann, weil... Ich könnte mir vorstellen, dass du komplett vereinnahmt wirst von dieser Situation und von deinem Vater. Ja, er kann gar nichts einsehen. Es war auch ganz kürzlich der Fall, dass er mich beklaut hat. Und ich habe 100 Euro zur Verfügung im Monat. Und 100 Euro sind nicht wirklich viel. Also es ist eigentlich gar nichts, wenn man raucht und wenn man ab und zu gerne mal weggehen würde. Ja. Und es gibt ja Kleinigkeiten, die man sich mal gönnen möchte. Ja, klar. Und für mich gehören da halt auch
Kleidungsstücke dazu, die ich mir dann ab und zu kaufe. Mhm. Und das sieht er als Belastung für sich selbst. Hast du einen Freund? Nein. Nee. Ich krieg gesagt, dass ich beziehungsunfähig bin. Von anderen Menschen, von Männern? Ja. Mhm. Steffi, du musst die Notbremse ziehen. Das geht nicht so weiter. Ich glaube, dass du dein Leben kaputt machst. Und ich finde auch, dass du nicht noch ein Jahr warten solltest, bis du da rausgehst. Dir sagen die anonymen Alkoholiker etwas. Ja. Die anonymen Alkoholiker haben auch Gruppen, wo sich Angehörige von Alkoholikern treffen. Ja. Weißt du das? Nein, das wusste ich nicht. Würde ich dir sehr dringend empfehlen, können wir dir auch gleich noch ein paar Anlaufstellen geben, wo die Leute sich treffen. Ja. Weil da bist du wirklich konfrontiert mit Menschen, die all das hinter sich unter Umständen schon haben und auch dir wahrscheinlich klar sagen können, wie du dich in konkreten Situationen verhalten sollst. Ich glaube nur, dass du weg musst. So bitter das ist. Ja. So bitter das ist, aber vielleicht, das ist immer die große Hoffnung, dass derjenige dann wach wird. Was auch nicht immer der Fall ist. Ich habe es motiviert gehabt, auszuziehen, aber das Ganze funktioniert nicht als Schüler. Ich bekomme keine Unterstützung von meinem Vater und nicht von meiner Mutter. Von der Mutter auch nicht? Nein, gar nichts. Meine Mutter möchte keinen Kontakt zu mir. Ach so. Das heißt, du hast auch dann noch ein finanzielles Problem, wenn du ausziehen würdest. Es geht ja nur darum, dieses ein Jahr zu warten, damit ich Geld habe. Mhm. Und ich habe es auch probiert, mir einen Nebenjob zu suchen, aber dann funktioniert das mit der Schule nicht mehr. Mhm. Verstehe. Also, das ist schon komplex, die Lage, in der du da bist. Ja. Ich würde dir, also die Perspektive muss natürlich sein, da rauszukommen. Das, ja. Ne, da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Ja. So, wie jetzt so die Einzelheiten zu regeln sind, da würde ich dir wirklich diese Gruppe sehr ans Herz legen. Ich habe so viele gute Rückmeldungen bekommen von anonymen Alkoholikern und eben auch von den Angehörigen, die in solche Gruppen gehen. Deshalb würde ich gerne jetzt dir meine Psychologin geben. Du kannst dich mit ihr generell natürlich auch gerne noch weiter unterhalten und sie wird dir dann eine entsprechende Information noch sagen, wo du solche Gruppen findest in deiner Umgebung. Ja, das wäre sehr nett. Ja, so machen wir das. Okay. Liebe Steffi, du legst auf und Elke ruft dich gleich an. Okay, danke schön. Alles Gute. Danke auch. Viel Kraft. Ja. Tschüss. Biggi. Hallo Biggi. Ja, hi. Biggi ist 37. Genau, das bin ich. Das ist sie. Biggi, was ist dein Thema? Oh Gott, so vieles. Tod eines Freundes, Tod der Mutter und jetzt meine verkorkste Ehe, was mich wirklich ganz doll am meisten irgendwie beschäftigt. Fangen wir mal mit der, wenn du sagst, dass sich das am meisten so doll beschäftigt, fangen wir mal damit an. Wie lange bist du verheiratet? Seit 99. Seit 99. Kinder? Nein, zum Glück. Zum Glück nicht. Mhm. Seit wann funktioniert die Ehe nicht mehr? Von Anfang an nicht. Von Anfang an? Ich habe mich belogen, ich habe mich belügen lassen. Ja, und ich habe mich selber belogen. Mhm. Kann man so sagen. Was ist denn das Schlimmste, was in der Ehe schiefläuft? Die Brutalität. Also wenn ich ihm verbal überlegen bin, kommt er mit seiner körperlichen Kraft. Das heißt, er schlägt dich? Ja, natürlich. Natürlich? Also, sage ich so, ja, natürlich. Er hat dich schon sehr oft geschlagen? Dreimal jetzt schon, ja. Dreimal? Mhm. Wie heftig hat er dich geschlagen? Beim ersten Mal relativ wirklich heftig, dass ich kann es dir noch gar nicht mehr sagen, irgendwie, wie ich die Wohnung verlassen habe, weil ich habe sie fast nackig verlassen. Also ich hatte was an, aber ich hatte keine Schuhe an, das weiß ich. Mhm. Ich bin zu meinem Bruder gerannt. Mhm. Und ich habe meinen Bruder davon abgehalten, ihn zu töten. Mehr oder weniger. Also weil, wie soll ich es erklären? Mein Bruder halt irgendwie, ja genau, weiß, was er zu tun hätte, wenn. Und ich meine, ich war seine Schwester und ich bin seine Schwester. Mhm. Und ich habe ihn davon abgehalten, zurück in diese Wohnung zu gehen. Ja. Diese körperlichen Übergriffe, waren die eher in der letzten Zeit? Nein, das bezieht sich so wirklich auf 02 bis jetzt im Mai, das letzte Mal. Es gibt also zwei, dreimal. Also. Es gibt in dieser Ehe kein Glück.
Oh mein Gott, nein. Nein, überhaupt nicht. Und wenn, dann gebe ich es jetzt ehrlich zu, irgendwie bezieht sich dieses Glück auf Drogenkonsum. Wie, den du konsumierst oder er? Mit ihr zusammen? Beide. Beide. Und in denen? Nein, in dem passiert sowas gar nicht. Eher in dem, wo Konsum nicht stattfindet, wo dann eher mit Alkohol was zu tun hat. Welche Drogen konsumiert ihr denn? Gras, also nur Gras und Alkohol. Und ich habe das jetzt richtig verstanden, wenn ihr diese Drogen konsumiert, dann geht's einigermaßen. Nein, wenn wir Alkohol konsumieren, eben nicht. Wenn Gras, dann läuft alles ruhiger. Also für mich Friede, Freude, Eierkuchen, weil ich... Ja, das macht die Droge dann. Ja, also, weil ich halt 40 Kilo wiege und mit meinen 1,60, also 1,60 bin ich groß. 40 Kilo nur? Ja. Hast du eine Essstörung? Nö. Nee. Ich esse sehr gerne, ich koche sehr gerne. Ja. Nur ich esse es dann halt nicht sehr gerne, weil ich dann halt Schmerzen habe. Also ich habe vor 2 Tagen erst meine letzte Magen-Darm-Spiegelung hinter mir und unter Morbus Crohn. Ach so, eine Darmerkrankung. Ja. Ach so, verstehe, daher. Das ist der Zusammenhang. Es gibt kein Glück in der Ehe? Nein, überhaupt nicht. Es gibt keine Zärtlichkeiten in der Ehe? Gar nicht mehr, überhaupt nicht. Es gibt keine Sexualität? Nein, nein, nein. Warum bist du mit diesem Mann zusammen? Das frage ich mich auch. Ich frage es mich nicht. Ich weiß es ganz genau. Ich bin ökonomisch von ihm abhängig, also finanziell. Es geht gar nichts mehr. Was würde passieren, wenn du gingst, was wäre dann? Dann wäre ich wohl der asoziale Typ. Also ich weiß gar nicht, wo... Du wärst nicht asozial, du bekämst Beihilfen, aber dann ist man nicht asozial. Dann kann ich dir das ganz kurz erklären irgendwie. Ich bin eigentlich aus Berlin, wohne jetzt in Baden-Württemberg. Und ich war hier bei Pro Familia auch schon. Und mein Mann wurde bestätigt irgendwie mit so einer Frau, die nicht arbeiten geht. Also ich kann gar nicht, also weil ich hier gar nicht Fuß fassen möchte. Mhm. Ich will irgendwie. Kann sie das verstehen, dass er mich schlägt? Also bei so einer Frau würde ich auch austicken, hat sie gesagt. Mhm. Und das bei Pro Familia. Und die Frau möchte ich nie wiedersehen. Ansonsten irgendwie, ich möchte sie im Krankenhaus wieder erleben. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Die Beraterin war mehr auf der Seite von ihm als von ihm. Und gut, genau, das können wir jetzt. Das kriege ich irgendwie jedes Mal, wenn es irgendwie Theater gibt. Okay, das können wir jetzt hier nicht klarstellen. Das erscheint mir eigentlich sehr zweifelhaft, weil Pro Familia eine sehr gute Arbeit leistet. Aber ich habe alles irgendwie... okay, legen wir das mal zur Seite, das können wir hier nicht kennen, ob das so stimmt. Inhaltlich, wer auch immer das gesagt haben mag, liegt dir natürlich völlig falsch. Völlig. Und du? Ich bin selbst zusammengebrochen bei diesem Gespräch bei Pro Familia. Biggi, jetzt sag mir bitte nochmal, wenn du seit 8 Jahren in einer Ehe bist, die so grauenhaft ist, die so lieblos ist, wo alles eigentlich nur fürchterlich ist. Darauf habe ich gewartet. Da gibt es aber auch kein einziges Argument von wegen ökonomisch oder finanziell abhängig. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Wir leben in einem Land, wo auch Menschen aufgefangen werden, die halt aus solchen Ehen rausgehen. Das ist dann erstmal vielleicht keine schöne Zeit, aber irgendwie klappt's und geht's dann auch schon. Das Geld ist nie ein Grund, bei einem Menschen zu bleiben. Darf nie ein Grund, bei einem Menschen zu bleiben sein. Und dann sage ich wirklich zu dir, nachdem ich irgendwie seitdem ich die Sendung gucke irgendwie, und das ist wirklich, seitdem ich in Berlin gelebt habe noch, irgendwie, ich bin 97 weggezogen, bis dahin habe ich die Sendung in Berlin halt geguckt, und ich gucke sie jetzt immer wieder, du verstehst wirklich die Hälfte des Lebens nicht. Meinst du? Ja. Was verstehe ich denn in deinem Fall nicht? Wenn man Eltern verliert, wenn deine Mutter in deinen Armen stirbt und dein Stiefvater
dir alles nimmt. Mhm. Auch mit seinem Tod, wo leibliche Kinder auf einmal zum Vorschein treten und dir wirklich alles nehmen. Selbst ein Buch, selbst ein Bild. Mhm. Ich habe zu nichts mehr Kontakt gehabt. Also ich durfte einfach in die Wohnung nicht mehr. Weißt du, Biggie, wenn ich das gerade so krass gesagt habe, dann darfst du das nicht so verstehen, dass ich das leichtfertig einfach so sage. Mir ist schon völlig klar, dass da ein großer Leidensdruck hintersteckt, wenn jemand so etwas aushält. Und dass ein großes und schweres Schicksal hintersteckt. Das ist mir schon völlig klar. Ich habe schon nur zweimal bei dir angerufen und mit einem gesprochen, als meine Katze gestorben ist. Und das bei mir schlimmer als jeder andere Tod, der danach kam. Mhm. Von meiner Mutter, von meinem Vater. Mhm. So, jetzt ist aber die Frage, weil bei allem Verständnis für schwere Schicksalsschläge, die du hattest, wie es weitergeht und wie man nach vorne guckt. Und wenn man das nicht alleine schafft. Ich schaffe es auch nicht alleine, aber heute habe ich eins verstanden. Ich habe heute, ich sag mal jetzt irgendwie, was jede Frau kennt, irgendwie so. Ich habe noch mit mir zu tun gehabt, mit meiner Darmspiegelung und Magenspiegelung. Mhm. Und wollte halt einfach nur schlafen und bin halt irgendwann wach geworden und habe gemerkt, dass mein Götter telefoniert. Und der hat Sachen gesagt, die nie vorgefallen sind, aber sich einfach um bei seinen Geschwistern, sich einfach und bei seinen Eltern in ein gutes Licht zu rücken. Und ich weiß, dass er nicht, dass er es gemacht hat, irgendwie dazu schätze ich ihn einfach zu blöd ein. Einfach weil Biggie, ich ihn kenne irgendwie. Weißt du, mir ist das auch völlig wurscht, was er da gesagt hat. Wollte und er will jetzt eine andere Frau kennenlernen. Hm. Er will eine Frau, die arbeitet und die so. Das Geld mit nach Hause bringt und sowas will er jetzt einfach. Okay. So, weißt du, mir ist das wirklich egal, was der da sagt oder was der will. Ja. Genau. Mich interessiert jetzt dein Schicksal. Und die Überlegung, wie schaffst du das, da rauszukommen? Gar nicht. Ach, Quatsch. Wenn du es alleine nicht schaffst, was ich sehr respektiere aufgrund der Dinge, die du angedeutet hast vorhin, auch im Frauenhaus wurde mir telefonisch mitgeteilt, sind sie blau geschlagen, sind sie sonst wie und ich haben sie Kinder. Und ich nein, und dann haben sie hier nichts zu suchen. Also wahrscheinlich ist wirklich. Ja, aber merkst du denn nicht, dass alle zwischen Baden-Württemberg und Berlin. Ach, merkst du nicht, dass alle Hilfestellungen, ja, du immer irgendwie abbiegst und das so darstellst, als ginge das nicht? Es geht. Du musst nur mitmachen. Und ich biete dir wirklich an, hier mit meinen Mitarbeitern im Hintergrund, dass wir jetzt gleich am Ende der Sendung, wenn wir nicht mehr weitersprechen können hier, dass wir gemeinsam etwas versuchen, für dich zu finden, dass du da rauskommst. Wenn du aber immer sagst, das geht nicht, dann geht es auch nicht. Bitte? Ja, ich will weiterleben. So, das ist doch der Satz. Das ist der Satz dieses Gespräches. Ich will weiterleben. Und wenn du so weitermachst, gehst du vor die Hunde. Ich will weiterleben. Super, das ist es. Biggie. Sieh das doch mal als Strohhalm an, dass du hier angerufen hast. Und das geht jetzt gleich weiter, wenn du mit der Elke redest. Ich weiß, aber ich weiß auch, dass es irgendwie weitergeht und ich möchte allen anderen Frauen wirklich auch irgendwie, es geht weiter. So, also, dann geh du mit bestem... in ihrem scheiß Herzen irgendwie gucken und... Dann geh du mit bestem Beispiel voran, indem du das Ruder rumreißt. Du bist 37 Jahre erst alt. Bitte? Ja, 37. Ja. Noch irgendwie. Da ist doch eine ganze Menge, liegt doch noch vor dir. So, Biggie. Ich bin ein Valentinstagskind. Eigentlich müsste es mir verdammt gut. Tja. Liebe Biggie, jetzt legst du bitte auf und wir rufen dich gleich an. Und dann wird noch weiter Tacheles geredet mit Elke und dir. Alles klar? Ja, das nehme ich auch gerne an. Gut, das freut mich. Du legst auf, wir melden uns gleich wieder. Okay, Dom, ja. Tschüss. Und ich möchte noch eins sagen, irgendwie. Die Monika, die meine zweite Mutti. Ich muss leider rausgehen. Ich muss leider rausgehen, Biggie. Die Sendung ist vorbei. Alles Liebe. Tschüss. In der Technik Gut und Hausen. Morgen sind wir wieder da. Ein Radio ist live.